Die EZB hat gestern den Leitzins auf dem aktuellen Niveau belassen. Über die Geldpolitik in Europa sprechen wir jetzt noch mit Mario Gruppe, Volkswirt von der NordLB. Schönen guten Tag, Herr Gruppe. Die EZB also will mit der Geldpolitik so lange wie nötig die Konjunktur stimulieren. Wie bewerten Sie jetzt mit einem Tag Abstand die Sitzung der EZB? Einige Anleger waren so ein bisschen enttäuscht. Man hat ja mit einer Leitzinssenkung sogar gerechnet. Ja, schönen guten Tag. In der Tat, Enttäuschung. Das ist so ein bisschen der Grundtenor, den man heute auch im, ich sag mal, im deutschen Blätterwald lesen kann. Wir würden die Entscheidung der EZB von gestern als gar nicht so überraschend bezeichnen und sind insofern auch nicht enttäuscht. Wir sehen es ein bisschen anders als viele Kommentatoren in den Medien. Zum einen hat sich eine gewisse Verschiebung ja durchaus ergeben. Ja, also auch wenn man die Leitzinsen unverändert gelassen hat, dann hat man ja doch jetzt darauf hingewiesen, dass man darüber gesprochen hat und dass man im Konsens entschieden habe. Und Konsens bedeutet ja dann immer nicht einstimmig. Also anders als im vergangenen Monat, da war die Entscheidung einstimmig. In diesem Monat gab es also doch die eine oder andere Stimme, vermutlich aus Südeuropa, die gesagt hat, Mensch, wir könnten doch eine geldpolitische Leichterung durchaus noch verkraften. Aber am jetzigen Zinsniveau festzuhalten, das ist aus unserer Sicht schon die richtige Entscheidung gewesen, hier dem Druck der Märkte, wenn man so will, nicht nachzugeben. Denn es gibt einige Gründe, die einfach dagegen sprechen. Also nehmen wir den konjunkturellen Effekt, den eine Leitzinssenkung hätte, der ist bestenfalls marginal. Vielmehr droht die Gefahr eines psychologischen Effektes, dass die Märkte sagen, Moment mal, wenn die EZB jetzt nochmal reagiert, wie schlimm muss es denn tatsächlich noch sein? Und hier wollte man, glaube ich, einfach nicht unnötig Öl ins Feuer gießen. Jetzt haben Sie schon angesprochen, also eine Leitzinssenkung wäre für Sie das falsche Mittel gewesen. Trotzdem, die Gerüchte halten sich ja. Wird in diesem Jahr nochmal der Leitzins gesenkt werden? Also man kann natürlich in so, ich sag mal, Krisensituationen, in denen wir uns ja nach wie vor befinden, nichts ausschließen. Also wenn bestimmte Hiobsbotschaften kommen, wenn es zu einer neuerlichen Verschärfung der Schuldenkrise kommt, dann hat sich die EZB zu Recht hier die Tür so ein Stück weit noch offen gelassen. Mit Blick auf die Preisseite und mit Blick auf die Konjunkturseite würden wir aber davon ausgehen, dass da in diesem Jahr nichts mehr passiert, sondern dass man sich hier eher in dieser abwartenden Haltung weiterhin bewegt und über die Liquiditätsflutung letztlich dazu beiträgt, dass es hier wirklich, dass der Kurs einfach expansiv bleibt. Mario Draghi hatte gestern ja angekündigt, die Geldpolitik sei auch deshalb nötig, weil die EZB den Banken jederzeit so viel Geld zur Verfügung stelle, wie sie auch wirklich benötige. Das heißt, die Angst um die Banken, die scheint auch bei der EZB noch sehr groß zu sein. Ist die berechtigt? Ist die berechtigt? Hier würde ich sagen, teils, teils. Also vor allen Dingen in Südeuropa hat die Finanzindustrie natürlich nach wie vor unter den Folgen der Anpassungsrezession, die wir da sehen, zu leiden. Sondereffekte kommen in einzelnen Ländern hinzu, wie etwa die geplatzte Immobilienblase in Spanien. Die Geschäftszahlen von Bankia beispielsweise aus der vergangenen Woche sind uns ja noch sehr präsent. Und insofern muss man schon konstatieren, dass die Institute vor allen Dingen aus den südlichen Gefilden des Währungsraumes nach wie vor auf diese EZB-Politik angewiesen sind. Auf der anderen Seite haben wir aber durchaus auch Anzeichen einer Beruhigung, wenn wir uns anschauen, wie hoch die Rückflüsse beispielsweise waren aus den beiden Dreijahrestendern. Auch darauf hat ja Herr Draghi gestern hingewiesen, dass eben hier durchaus einige Institute festgestellt haben, okay, unsere Liquiditätssituation ist so auskömmlich, dass wir eben hier auch umfangreich, ich sag mal, Geldspritzen an die EZB zurückzahlen können. Dankeschön für die Einschätzungen, Mario Gruppe von der NordLB. Gerne. Schönes Wochenende, schönen Tag. Ebenso, danke.